Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Punch Club. The Dark Fist hier mit unserem Rookie. Ja, zurück neben unserem Sofa. Ich wollte pennen, das ist eine gute Idee. Das sollte ich jetzt unbedingt noch machen an Tag Nummer 11. Ja, ich habe mal eure ganzen Kommentare durchgelesen. Vielen Dank dafür, kam ja einiges. Unter anderem, womit fange ich an? Ich wurde geschimpft, weil ich gegen das Aquarium gestoßen habe, um die Fische natürlich, mein Gott. Die Fische zu beobachten. Oh, heute Kampftag. Amateurliga, Anfängerliga. Ja, gucken wir mal. Müssen wir uns halt betteln heute, auch kein Problem. Also ich darf hier nicht gegen das Aquarium kloppen. Also das darf ich nicht machen, ne? Weil das ist böse. Da störe ich die Fische. Gut, also mache ich im echten Leben natürlich nicht. Hier kann ich es nicht garantieren. Okay, nächstes Thema. Hier unten unser Spence, ne? Unser Spencer, der heißt eigentlich gar nicht Spencer, sondern der heißt Fluffy offenbar. Okay, warum auch immer, vielleicht kommt es noch auf. Also, Spencer heißt ab sofort Fluffy. Ist in Ordnung. So, Geldbäumchen noch gießen. Was ist mir noch eingefallen? Was kam noch? Ach ja, genau. Zum Thema Arbeiten und Bus, ne? Ich bin ja immer der, der gerne zu Fuß umeinander rennt. Und da hieß es, ja, die Stunde, also die Zeiteinheit Busfahren oder der ganze Tag kostet 60 Dollar. So rum sollte ich anfangen. Wenn ich den ganzen Tag Bus fahre, kostet es 60 Dollar. Nachdem unser Tag hier wohl nur 12 Stunden hat, also nicht 24 wie der normale andere Tag, sondern nur 12 Stunden, ja, lässt sich damit berechnen, dass uns die Stunde quasi 5 Dollar kostet. Ne? Also heißt, wenn wir zu Fuß unterwegs sind, wenn ich das jetzt richtig verstehe, und wir brauchen eine Stunde und der Bus kostet 2 Dollar, dann fahren wir künftig mit dem Bus. Ne? Ist eigentlich logisch. Und was das Thema Arbeiten und Geld verdienen angeht, Arbeit, Kaffee und Baustelle, da gibt es 50 Dollar, da gibt es 30 Dollar. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Da müssen wir noch einen Test machen, was hier wirklich länger dauert. Aber definitiv verbraucht die Arbeit hier auf dem Bau wohl mehr Energie. Ne? Was heißt, wir müssen wieder mehr schlafen und mehr essen und ach Gott, also es ist alles sehr kompliziert. So, also, wir haben heute Kampf gegen... Ui, schaut euch das mal an. Wir sind hier schon ordentlich aufgestiegen in der Rangliste. Sagt mal los. Wahrscheinlich geht es dann heute gegen Bob Dreads. Hm? 1, 2, 3 hat der. Okay, was hat der? Moment, hoher Schlag, Rückhandschlag und Blocken. Ja, am meisten Ausdauer, okay. Ist wahrscheinlich so ein Ausdauer, Macho. So, wir haben 3, 1, 2. Ja, ich muss aufpassen, was das Thema Genauigkeit angeht. Sieht man hier die Formel, gell? Es wird dreimal das Geschick genommen und dann geteilt durch die Summe von Stärke, also Punkt vor Strichrechnung hier, nicht, deswegen die Klammer drumherum, Stärke, Geschick und Ausdauer offenbar. Heißt, wenn ich ausgeglichene Werte habe, dann treffe ich eher. Allerdings, naja, ist es dann wohl nicht so wirklich prickelnd, weil ich könnte mit mehr Stärke natürlich noch mehr Schaden raushauen. Aber wenn ich mehr Stärke brauche, dann brauche ich auch mehr Ausdauer. Also es ist alles irgendwie... Ne, man muss dann einen guten Kompromiss finden, denke ich. So, dann wurde ich geschimpft. Oh, während hier der Kollege wieder ein bisschen rumpost. Dann wurde ich geschimpft, weil ich ohne gute Stimmung und ohne ausreichend Essen hier zum... zum Arbeiten gegangen bin. Da sollte ich etwas effektiver werden. Ja, ich versuche es mal. Ich versuche in der Zwischenzeit hier noch ein bisschen mich zu bespaßen, die Stimmung etwas zu steigern. Ne? Ich hoffe mal... Oh, das kostet aber auch ewig viel Zeit. Eieiei, nicht gut. Nicht gut. Weißt du was? Wir trainieren nochmal kurz. Da spare ich mir jetzt auch den Gang ins Fitnessstudio. Das macht unser Kollege jetzt hier auf der Matte, unser Rookie. Und da kamen auch jede Menge Hinweise, die ganzen Anspielungen hier, ne, im Spiel, was es alles für Filmchen gibt. Und es hieß natürlich auch, Mensch, Haubi, du Depp! Das ist kein Dachs, das ist ein Waschbär in der Folge 1. Ja, okay, gut, also kleine Verwechslung. Der Waschbär war natürlich in der Mülltonne und nicht der Dachs. So, gut, dann wäre dieses Mysterium auch aufgelöst. Lohnt es sich jetzt noch ins Studio zu gehen? Eigentlich nicht, gell? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich... Ausdauer jetzt noch erhöhen, nee, das ist, glaube ich, zu spät. Das ist zu spät. Ja, wisst ihr was? Dann gehen wir noch kurz zum Arbeiten. Also hier zum Beispiel eine Stunde kostet zu Fuß mit dem Bus 1 Dollar. Ne? Stunde kostet, also eine Zeiteinheit kostet 5 Dollar mit dem Bus. Deswegen würde ich sagen, momentan ist das hier billiger, also fahren wir mit dem Bus und haben uns die Stunde gespart. Also alles so, wenn ich das jetzt richtig verstehe. So, wir liefern Pizza aus. Schauen wir mal, es war halb, als wir jetzt begonnen haben. Wie lange braucht der?
So, zack. Okay. 1, 2, 3, knapp 4 Stunden für 30 Dollar. Knapp 4 Stunden für 30 Dollar. Knapp 4 Stunden für 30 Dollar schaffe ich nicht, okay? Heißt, jetzt muss ich eigentlich kämpfen. Also dann Fight. Gegen Bob Dredson. 1, 2, 3. So, wir haben uns beim letzten Mal auch was freigeschaltet. So, das kommt mal alles weg. Wir haben uns hier noch irgendwas freigeschaltet. Den hier, genau. Angriff überspringen. Dass wir einfach dieses Ausdauer, nicht dieses Ausdauer, sondern dieses Energieproblem nicht haben. Und da würde ich sagen, dann nehmen wir mal hier unseren Kinnhaken. Der braucht zwar mehr Power, aber wir haben ja hier jetzt schließlich diesen Angriff überspringen. Also ich hoffe mal, dass das einigermaßen funktioniert. Wir haben ja mehr Stärke, aber ansonsten ist der andere besser, was Energieregeneration angeht und die Abwehr. Naja, mal schauen. Es kam von euch ein Kommentar, den nächsten Kampf verlierst du. Wir werden sehen, Leute. Wir sind absolut identisch hier bei Gesundheit und Energie. Schauen wir es uns an. Ne? So. Ja, im Moment sind wir vorne, hätte ich gesagt, ne? Oh, vielleicht sollte ich doch nicht so etwas voreilig sein. Momentan sieht es gut aus. Wir haben energietechnisch kein Problem. Also dieses Thema mit dem Angriff überspringen, das scheint zu funktionieren. Kollege wehrt sich aber energetisch. Energetisch, Hilfe. Also ich glaube nicht, dass wir verlieren. Es sieht nicht so aus, Freunde, danach. So, jetzt kann ich hier auch gleich mal umstellen. Ne? Muss ja momentan nicht Energie sparen. Also haben wir auf die Mütze. Jawohl, sehr schön. Sehr schön. Ey, hör auf mich zu hauen, du. Das mag ich voll gar nicht. Boah, schön. Schau mal, wie wir den weghauen. Der hat doch gar keine Chance. Wer wollte hier 5 Dollar wetten oder 5 Euro? Hört doch auf. Klar haben wir den weg. Gar kein Thema. Bäm, da liegt er da. Verstehst? Wie ein Sack. Wie ein nasser Sack. Oh, wir kriegen Geld. Seit wann ist denn? Wir haben Geld gekriegt. Finde ich ja interessant. 6-mal diese Talentpunkte. Sehr geil. 20 Dollar. Nice. Haben wir uns schon die Trainingshalle finanziert? Ja, es gibt wohl auch Trainingsgeräte, hieß es. Finde ich sehr geil. Anmelden. Nächster Kampf. Lenny Moskowitz. 1, 3, 5. Oh, schau doch. Oh, ich sag jetzt, was hat der alles? Boxschlag. Oh, den guten Boxschlag hat er. Den guten Haken. Dreierschlag. Powerblock. Wenn der Angriff deines Gegners erfolgt, der Blocker erhöht sich vorübergehend deine Stärke. Oh, der hat nur 1. Okay, schau an. Uiuiuiuiui. Kamikaze. Deine Chance zu blocken oder auszuweichen sind gering, aber Angriffe kosten dir 30% weniger Energie. Super. Boxer. Mhm. Und Dauerbrenner. Ah, ich glaube, den dürfen. Den dürfen wir nicht unterschätzen, den Kollege. Da müssen wir noch fleißig trainieren, meine ich. Wir haben 115 Dollar. Cool. Geile Geschichte. Und wir haben hier wieder ein paar Talentpunkte zum Ausgeben. So, da kam auch ein Kommentar. Irgendwie Dauerläufer. Hier, genau. Nee, nicht Dauerläufer. Was kam? Irgendwas kam. Rote Turnschuhe. Du hast rote Sneakers, also läufst du schneller durch die Stadt. 30% weniger Zeit. Ja, ich glaube, das reißt es nicht raus, oder? Ich glaube, das reißt es nicht wirklich raus. Außerdem ist das im falschen Baum. Dann müsste ich hier hochgehen. Das ist dann mehr Geschick, oder? Hier Anforderungen, Geschick. Fall nicht hin, Geschick. Geschick. Also Geschick scheidet aus, hätte ich gesagt. Weil wir wollen ja schließlich auf Stärke gehen. Auch wenn es schwierig ist, was es geheißen hat, kann ich nicht beurteilen. Diese Aktiv-Talente, wir kriegen ein zusätzliches Talent. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Idee. Also einen zusätzlichen Slot. Ja, was haben wir hier eigentlich? Muskelgedächtnis. Deine Kraft sinkt nicht unter 4. Oh, das ist, glaube ich, auch nicht schlecht. Das wäre dann das nächste so, ne? Dann müssen wir die Stärke nicht mehr trainieren. Ja. Prima. Okay. So, irgendwas wollte ich noch machen. Irgendwas wollte ich noch machen. Ja, wir fahren mit dem Bus. Jetzt kostet schon 2 Dollar, ne? Aber es ist immer noch billiger bei einer Zeiteinheit. Also dann fahren wir im Bus. Ey, hör mal auf, mit dem Messerchen zu spielen hier. Da war ich nervös, Meister Casey. So, wir liefern weiter Pizza, ne? Da ist der Tag vorbei. Jetzt haben wir wieder tolle Werte verloren. Oh, aber wir haben erst in 2 Tagen mal wieder Kampf. Also was soll's. Wir düsen hier nochmal fleißig mit dem Moped. Ah, wobei, das zieht auch ganz schön hier. Ne? Das zieht auch ganz schön. Energie, Nahrung und... Ja gut, Spaß nicht so, aber Energie und Nahrung zieht es auch ordentlich.
Okay, stopp. So, 203 Dollar haben wir auf dem Konto. Dann würde ich sagen, wir fahren mit dem Bus mal kurz nach Hause. Dann essen wir schnell was, dann hauen wir uns hin. 1, 2, Mahlzeit. Jetzt hätte ich bald gesagt, Spencer streicheln. Nein, Fluffy natürlich streicheln, logisch. Ne? Na, kleiner Stinker. Du hast der Leber, gell? Wahnsinn. Also dann, pennen wir eine Runde. Na, ich will jetzt gerade schauen, wann der Kampf ist. In 2 Tagen, okay. Wieso stehst du auf, wenn ich schaue, wann der Kampf ist? Bleib liegen. Leg dich hin, Mensch. So, morgen ist der Kampf. Okay, heißt, wir werden uns heute eigentlich nur mit dem Training beschäftigen. 200 Dollar Cash. Geile Geschichte. Geile Geschichte. So, aufstehen. Ne? Zeit ist Geld, Junge. Zeit ist Geld. So, dann essen wir nochmal ein Fleisch. Dann schauen wir schnell zu Apu. Kaufen wieder... Halt, falsches Icon. So, zu Apu. Da fahre ich mit dem Bus. Das ist jetzt billiger. Komm, ich fahre mit dem Bus. Was soll's? Heute besonders stark, mein Freund. Gut, alles klar. So, da. Was? Kühlschrank voll? Okay, 7 ist Maximum. Gut, schön. Dann geht's weiter zur Muckibude. Halt, stopp. Zur Bar geht's. Mit dem Bus. Ja, 3 Dollar ist auch okay. Ich wollte hier mit Tyler noch reden, ne? Der gute Tyler, die Anspielung auf Fight Club. Tyler Durden, teste dein Können. Okay, genau, der hat gesagt, wir sollen uns hier noch prügeln. Das war ein Fehler, glaube ich. Eieiei. Das könnte ein Problem werden. Ich glaube, da hätte ich noch ein bisschen mehr trainieren sollen. Schwierig, okay. Naja, wir probieren's. Hör auf mich zu hauen, Junge. Jawohl, jawohl. 13er war das, oder? 13er Kombo. Boah, geile Geschichte. Ja, wir haben nicht mehr so das Energieproblem. Das ist richtig nice. Und wir sind vorne. Wir sind vorne. Der hat mehr HP. Der hat ein Energieproblem, Freunde. Der Junge hat ein Energieproblem, ganz klar. Some guy. Mhm. Was ist das hier? Ausweichen, ne? Blocken. Tritt, Schlag. Ja, den haben wir weg. Wir haben volle Energie. Der trifft nichts. Ja, der trifft ungefähr genauso wie ich. Ich triff auch nichts. Oh Gott. Hey, hör auf mich zu hauen, Mensch. Lass den Scheiß. Oh, wir müssen dringend trainieren. Ich merke schon. Ja, aber komm. Die Kiste ist durch. Naja, wobei ich sollte nicht so... Aber jetzt hat er keine Energie mehr. Jetzt hat er fast keine Energie mehr. Mein Gott, wenn meiner mal ein bisschen was treffen wird. Rookie, auf geht's. Stell ihn jetzt so blöd an. Na, ist dann. Naja, also das Ding gewinnen wir. Okay, war aber knapp. Also von den Werten her, da müssen wir aufpassen. Ich muss dringend mehr trainieren. Definitiv. Da, bam. Jetzt liegt er am Boden. Der Flachmann, der kann nix. Einmal noch eine Schelle und dann ist das Thema erledigt. Hör auf, nicht mich hauen. Da, bam. Aus. Jawoll. Oh, das gibt auch Talentpunkte. Okay. Geht ein bisschen auf die Gesundheit. Happiness bringt aber keine Kohle. Aber bringt zumindest ein paar Punkte. Okay. Gut, alles klar. Weißt du sonst noch irgendwas, oder? Nee, okay, kann ich bloß nochmal mich kloppen. Will ich nicht. Ab in die Muckibude mit dem Bus. 2 Dollar geschenkt. Hey ho, Silver. Servus, was kann ich mit dir eigentlich machen? Handpads, Übungskampf. Handpads? Was, 15 Dollar? Okay, schauen wir es uns an. Runde 1 von 1. Ach, er hat so... Ach Gott, ich prügel dann bloß auf die Dinger ein, oder wie? Was bringt mir das dann? Ich level ja nicht einmal. Ich krieg weder Stärke noch Ausdauer noch sonst irgendwas. Ja, der hält wirklich bloß hin, ne? Ich hau da bloß auf die Teile drauf. Ich sehe den Sinn jetzt nicht ganz, wenn ich ehrlich bin. Wir haben gewonnen, toll, freue mich. Ach, okay, gibt Talentpunkte. Und du freust dich danach. Das ist aber teuer. 15 Dollar? Hm. Ja gut, auf der anderen Seite, du kriegst 2 Talentpunkte. Das, ja, jetzt kann ich wieder das nächste auswählen. Das ist vielleicht gar nicht blöd, sowas von Zeit zu Zeit zu machen. So, jetzt... Ja, okay, das kann ich nicht nehmen, weil ich noch keine Stärke 4 habe. Gut, also heben wir uns auf. Dann gehen wir jetzt ins Training. Pass auf. Eintrittsgeld, 10 Dollar, mein Gott, ey. Hey, Kumpel, kannst du mir helfen? Ey, der spricht sogar. Okay.
Da der andere Typ fehlt, ne? Jetzt will er bestimmt wieder pumpen hier. Auf geht's, Meister, na klar. So, genau, greifen wir an, auf geht's. Jawohl. Ah, der hat schon ordentlich Scheiben drauf, schaut euch das mal an, ne? Da, jetzt wackelt er wieder, ja, ja, komm, ich helfe dir. Hehehe. Danke, ich habe sie trainieren gesehen. Kannst wohl gut kämpfen. Jo, gelegentlich bin ich wirklich ganz gut. Naja, Und soll ich das hier interessieren? Ja, was denn? Das ist ein Ort jenseits des Flusses in einem Lagerhaus. Weißt du irgendwas über inoffizielle Ultimate Fights? Oh. Nicht viele. Ich fighte ständig ultimativ. nö, nicht viel. Wenn du ein bisschen Geld dazu verdienen willst, solltest du dort mal hingehen. Du musst einfach mehr darüber fahren. Ich finde, es klingt zu gefährlich. Ultimate Fights. Okay. Aber pass auf, bei diesem Kämpfen kannst du dich ziemlich schwer verletzen. Oh. Okay. Danke, Meister. Pumping Iron, cool. Super. Da machen wir hier. Okay, Ultimate Fights. Das ist ja... Was ist das jetzt? Das ist Roy, genau. Mit dem waren wir in der Bar. Casey, den blöden Koffer. Okay, hier fehlt aber noch ein bisschen was. Level 5 müssen wir erreichen. Was ist das hier? Keine Ahnung. Hat dieser scheiß Rocker dabei, Apu, den haben wir weggeklatscht. Haha. Ultimate Fights, du musst mehr darüber fahren. Was ist das? Ach, hier Platz 5. Tyler. Street Fighter, gewinne 5 Straßenkämpfe. Das. Okay, also wir müssen 5 Mal bei Tyler gewinnen. Einmal haben wir schon. So, aber ja, da fehlt noch ein bisschen was, ne? Also, Story geht schon noch weiter. Hier, mach mal, guter Junge. Guter Junge, auf geht's. Boom, noch ein bisschen, ne? Jetzt müssen wir uns so richtig auspowern und trainieren. Ja, ja, da knallt die Kniescheibe, Junge. So ist recht. Mach inne. So, genau, jetzt wird es ineffektiv, ne? Wenn diese Bollen nicht mehr ganz gefüllt sind, dann muss er das Trainingsgerät wechseln. Das weiß ich inzwischen auch. So, dann gehen wir mal kurz dahin und alles mal schnell trainieren, ne? Dass auch Geschick nach oben geht. Weil ich meine, Geschick 1, das hast du schon gemerkt, gell? Da trifft er nichts. Da trifft er einfach nichts, der Junge. Jetzt verlieren wir gleich wieder. Oh, mir blutet das Herz eh. Oh, wenn ich das schon sehe. Heute sind die Kämpfe eh. Komm, mal hier. Okay, Geschick Level 2. Dann machst du ihn noch stärker auf Level 4, bitte. Immer die Uhr im Auge behalten. Immer die Uhr im Auge behalten. Jawohl, Stärke 4. Okay. So, jetzt pass auf. Moment. Dann können wir jetzt dieses komische Ding da skillen. Muskelige Gedächtnis. Deine Kraft sinkt nicht unter 4. Jawohl, will ich haben. Danke. Sehr schön. Ist das Cross? Okay. Braucht kein hohes Geschick, aber haut ordentlich rein. Jawohl. Sehr schön. Ja, du dann. Machen wir weiter hier, ne? So noch ein bisschen pumpen, Meister. Dass wir nichts verlieren. 4, 2, 3, ne? Machen wir hier den Reifen noch schnell. Ne, dass alles so ein bisschen trainiert wird. Dass wir am nächsten Tag keine Werte verlieren. Das ist wichtig. Sehr schön. So. Dann machst du den hier noch schnell. Das Geschick und Ausdauer. Genau, stimmt. So, jetzt ist er wieder hungrig. Ne? Jetzt macht er nichts mehr. Genau, das war so klar. Das ist das blöde Lagerhaus, was uns der eine erzählt hat. Okay, mit dem Bus nach Hause 3 Dollar. Das wird schon teurer. 3 Kilometer. Aber immer noch keine 5. Also mit dem Bus immer noch billiger, ne? Oh, nicht schlecht, Junge. Dieser alte Poser, ey. Echt? Da pennst du nochmal. Fluffy, genau. Fluffy, nicht Spencer. Mensch, das ist ja gemein, gell? Kaum denkst du den Namen aus, dann heißt du, der heißt eigentlich ganz anders. Na toll. So, dann würde ich sagen, dann kloppen wir uns jetzt. Fight 1, 2, 3, Lenny Moskowitz. Mal schauen, ob wir hier nicht ein bisschen dagegen stinken können. 4, 2, 3 mit 3 Talenten und Energieproblem sollten wir wie gesagt nicht haben. Aber der hat hier die besseren Talente schon hier, ne? Ich bin gespannt. Fight. Oh ja, bis jetzt. Oh, bis jetzt steckt er aber gut ein, der Kollege, ne? Oh, hör auf. Alter, Mensch, das ist ja übel. Schaut euch den an. Der haut aber ganz schön rein. Sackelzement.
Oh, der hat Energieprobleme. Ui, der hat riesen Energieprobleme. Schaut euch den an. Da? Ja, okay. Also. Aber der hat ordentlich ausgezahlt. Sackelzement, Leimers quer, das ist ja unglaublich. Der Kampf ist mega offen, hätte ich gesagt. Bis auf das Energieproblem. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen sein Problem werden. Aber so von den HPs und so, boah. Holla die Waldfee, du. Holla die Waldfee. Ich lasse das so. Der wird wahrscheinlich wegen seiner Energieknappheit draufgehen. Der wird wegen seiner Energieknappheit rausfliegen. Da bin ich mir relativ sicher. Weil wenn er keine Energie mehr hat, wissen wir ja, dann kann er nicht mehr schlagen und so, ne? Jawohl. Ja, ja, okay. Das Ding gewinnen wir. Hör auf, mich zu hauen, Mensch. Lass den Scheiß. Komm, einen noch und dann bam. Jawohl, aus. Okay. Ja, aber war schon knapper, ne? Nochmal $20. Sehr geil. Finde ich ja lustig, dass wir jetzt Geld verdienen. Hey, Kumpel, du warst unaufhaltsam. Gute Roy, das war super, nicht wahr? Willst du gleich nochmal? Was? Nochmal? Ja, war super, ich muss trainieren. Ey, schau mal hier, ich muss jetzt trainieren. Okay, ich kann dich nicht zwingen, aber ich schlage vor, du ruhst dich ein bisschen aus. Mhm. Ich muss jetzt los, meine Schwester kommt aus dem College wieder. Sie ist echt klug. Oh. Kommt einfach mal bei mir zu Hause vorbei. Ich freue mich immer, dich zu sehen. Hab gemacht, Roy, ich komm vorbei, wenn ich mich vom letzten Kampf erholt habe. Roy. Hey, den kenne ich doch. Roy ist echt ein guter Kerl. Oh. Den kenne ich doch, den Roy. Der ist doch hier irgendwo auf der Liste. Ah, genau, Roy Jackson. Der ist genauso stark wie wir. Was ist das hier? Demoralisieren. Ja, von deinem Gegner verursacht den Schaden von 20% reduziert. Das ist ja gemein. Der spinnt wohl. Mhm. Roy ist auch hier am Start. Muss ich gegen die am Ende auch kämpfen? Uiuiui. Aber schau mal hier. Wir sind auf Platz 6. Oh, es gab einen Führungswechsel. Der Salvador Punches ist ganz schön zurückgefallen. Der war ganz oben am Anfang. Wer ist jetzt Mr. Kekus? Mr. Kek. Kekus. Kekuse. Mr. Keksu. Mr. Keksdose. Keine Ahnung. Was hat denn der hier? Blitzschlag. Raubt einem Gegner 30% seiner Energie. Boah, okay. Rückgrundschlag. Powerblock. Unendliche Energie. Hey, so ein Cheater. Okay, ich glaube, der ist echt eine zähe Nummer, der Kollege. 366. 237. 295. Oh, der hat ein wahnsinnig großes Geschick. Der wird euch immer treffen. Der hat ja auch krasse Kicks hier. Roundhouse Kick. Chuck Norris hier. Naja. So, wir haben schon wieder hier so ein lustiges Blinken am Talentbaum. Dann würde ich sagen, holen wir uns den Cross. Macht einfach mehr Schaden. Ja, komm, den holen wir uns. Bam. Power Punch. Verursacht hohen Schaden. Braucht kein hohes Geschick. Jawohl, genau das Richtige für uns. Brauchen wir. Was ist jetzt hier? Motivation. Du hältst 10% mehr Stärke beim Training. Hey, geil. Der Weg des Bären. Schaltet auch frei. Weg des Bären ist das hier, ne? Okay. Taktik, die auf Rohrkraft basiert. Hoher Schaden, Energieverbrauch, mäßige Wahrscheinlichkeit, das Ziel zu treffen. Schläge sind wirksamer, okay. Oh, das sind dann die guten Schläge hier, die mit diesem, ja, ne, dieses Weiße hier. Okay, ersetzt Tritt, ersetzt Schlag, ersetzt Kinnhaken, eieiei, okay. Mein Gott, alles Zukunftsmusik, Freunde, alles Zukunftsmusik. Für heute Schluss, gesagt, danke fürs dabei sein hier bei Punch Club. Ja, beim nächsten Mal schauen wir uns mal die Schwester vom guten Roy an, würde ich sagen, ne. Bis dann.